immer mal ein Hini töten. Sie sind nichts Besonderes. Alle verändern davon. Los geht's. Die Basis ist nun abgerufen. Ein Eindringling wurde identifiziert. Bring die sofort zu mir. Körper verletzt. Du kriegst nichts mehr hin, Digga. Vielleicht können unsere neuen Gäste den Jedi für uns ergreifen. Kann ich hier was machen? Nö. Komm runter! Wow. So. Und tschüss. Hey. Junge. Jetzt aber. Glaubst du, dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Er ist mit einem Auge an einem Nagel hängen geblieben. Ansonsten wäre er sehr tief gefallen. Ja, ja. Scan ruhig, Digga. Sonst noch was? Nee. Okay. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas jetzt öffnen können. Was zu? Kann man da hoch? Ne. Ah, guck mal hier. Tudum. Anderen Weg gefunden. Wir haben den Eindringling aus den Augen verloren. Melden Sie Identifizierung ans Zentralkommando. Denkst du, hier ist wirklich ein Jedi? Schwer zu glauben. Vielleicht ist es eine Übung. Mit all den Auslöschungstrupplern in der Basis? Na, das war ja billig. Das ist die andere Seite. Können wir das öffnen? Nein. Na dann. Geht's hier weiter? Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu mir. Lebend. Lebend? Aha. Hatte ich nicht den richtigen Riecher. 37 Prioritklumpen. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Geht auch schon wieder los mit diesem Abstand halten. So, kurz die Lage checken. Ist da was versteckt da unten? Komm. Nee. Knopf. Nee. Geht auch nicht auf? Okay. Oh, ich könnte hacken. Den anderen auch.
Oh. Mach doch, mach doch. Ich hab doch gerade. Hallo. Im Kampf nicht verfügbar, okay. Dann eben nicht. Ja, da ist ein Fahrstuhl, ne? Was bringt uns das, wenn wir hier reinkrabbeln? Willst du schon gern versuchen, ne? Irgendwie. Da muss ja was sein. Außer er da drüben. Ja, komm, wir gucken mal. Was ist denn hier los? Wow, ein Zeus. Wunderschönen guten Abend. Da, siehst du. Wer muss denn schon da hoch? Wow. Na, alles gut bei dir, Zeus. Hast noch Urlaub? Ja, ne? Tadam. Hörst du auf. Ich krieg mein Twitch nicht auf dem anderen Handy eingeloggt. Oh, okay. Was ist da denn los? Aber, ich wollte am Freitag wollte ich meinen Vater einloggen auf seinem Handy. Das hat auch nicht funktioniert. Da stand die ganze Zeit immer nur, es ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut. Aber es gab kein später. Es ging nicht weiter. Verstärkung an. Meldung an Zentralkommando. Oh, warte mal, okay. Lass mich da mal rein. Das ist ausgemacht da, oder? What? Aha. Ein Geheimnis. Hat irgendjemand den Jedi im Sichtfeld? Oh, warm. Es sollte den ganzen Tag regnen und gewittern. Aber irgendwie klappt's nicht. Oh, hast du hingekriegt. Sehr cool. Hattest du auch die Fehlermeldung? Es ist etwas schief gelaufen. Oh, das hat mich so genervt beim Vater. Also ich hab's bestimmt 2 Stunden lang probiert. Es hat einfach nicht geklappt. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Müssen wir eben schräg, oder? Lüftung anmachen. Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was. So. Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Passwort vergessen. Los ans Funkgerät. Auch blöd, ja. Auch blöd. Hier, Kommandant Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Ist es storymäßig noch lang ab dem Punkt? Weißt du das zufällig? Jetzt zufrieden? Ich Oder kannst du dich erinnern? Wissen tust du es natürlich. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen.
Sie befallen ihn. Ist bald Schluss, okay, gut. Korrekt. Beruht ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Dann können wir den zweiten Durchgang noch starten, bevor dann Outlaws kommt. 20.8. war das, glaube ich, ne? Ich dachte schon die ganze Zeit, aber nachgeguckt habe ich nicht. Die Jedi-Operation ist nach 100. Das Imperium hat das Archiv verbrannt, angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Ja, du bist ein toter Mann. Ja. Ja. Oh, schick gemacht. Ohne mich vorher zu fragen. Vor einer Viertelstunde haben wir uns erst umgezogen. Ei, ei, ei. Okay. Und nun? Genau. Scan. Offiziersuniform. Jetzt gehen wir Ladies abschleppen. Morgen wird erstmal Sea of Thieves den ganzen Tag gezockt. Sehr geil. Sehr geil. Abfahrt! Genau. Hehehe. Ist dein Urlaub jetzt schon rum? Oder hast du noch? Weil, Sea of Thieves hätte ich auch schon Böcke drauf. Aber wieso ist die liebe Zeit? Ist mal wieder nicht vorhanden. Ich habe jetzt meinen Sohn mal am Wochenende. Da geht das nix. Ja, dann geht das nicht auf. Okay. Der kann gar nicht rennen. Okay. Können wir da fahren? Bord muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Ah ja. Der Fahrstuhl. Alter, ich kann nicht rennen in der Klamotte. Was für eine Tarnung? Das ist keine Tarnung. Ah, das ist immer noch zu. 3 Wochen hast du noch. Ja, sehr geil. Sehr geil. Da finden wir sicherlich die Zeit. 3 Wochen? Gehst du am 19. dann wieder arbeiten? Weil ich hab ab... Achso, nein. Bringt aber auch nichts. Ich hab ab 19. 2 Wochen Urlaub. Davon habe ich den Kleinen 1 Woche bei mir. Und die 2. Woche habe ich so viel Zeit. Okay, dann gehen wir doch mal wieder da lang. Oh, dass er nicht rennen kann in dem Anzug, ne? Und springen kann er auch nicht. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Leider musst du wieder arbeiten, ja. Ja. Ja, gut. Kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Wo verhören Sie den Jedi? Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining. Das Video, von dem wo ich du weiß. In Discord geschickt hast, der schwerste Gegner aller Zeiten. Ich glaube, ich habe ihn noch schneller weggemacht. Meinst du, der lebt noch? Denweg sagte neutralisieren. Ich habe es geklippt, glaube ich. Ja, stimmt. Aber Leben sind die nicht leicht zu erwischen. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, bei mir war es nur ein Schlag, vielleicht sogar 2. War er weg. Hehe.
Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Arroganter Penner. Geh weiter, ich will mit deinesgleichen nicht. Unglaublich. Alter, ich bin einer von euch. Die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Gäste, sie überwachen uns. Warum glauben Sie, dass ein Jedi versucht hat, diese Basis zu infiltrieren? Weil diese Organisation armselig ist. Eine Vergeudung imperialer Ressourcen bestenfalls. Keiner von euch verdient das Vertrauen des Imperiums. Ich traue euch nicht. Warum bist du auf mich zugekommen? Was war das? Wollte mich nur unterhalten. Lass mich. Lächerlich. Ganz offensichtlich. Was mit dir? Nix. Okay. Weiter geht's. Können wir mit euch labern? Ja. Warum sind die Auslöschungstruppler in dieser Basis? Das habe ich mich auch gefragt. Ich nehme an, weil Commander Denwig so erfolgreich bei der Aushebung von Terrorzellen war. Die Inquisition betrachtet uns also als Konkurrenz? Richtig. So ist das also. Ach, wäre das ein Scanner gewesen? Sieht so aus. Haben wir nochmal Glück gehabt. Wie kann ich Ihnen helfen? Mach ich auf. Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Geheim oder Eindringling? Eindringling. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das notwendig? Ich bin jetzt schon spät dran. Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Täuschen. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwig ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwig? Ja. Sie können passieren, Officer. Hehe. Vitamin B hilft immer und überall. Danke für deine Hilfe. Sei auf alles gefasst. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen, dass BD-1 nicht da war. Ja, die werden alle zu sein. Da kommen dann gleich Gegner. Hoppala. Hack dich rein. Hacken. Gleich kommt ein Plot-Twist. Oh. Er ist nicht hier. Der Todesstern. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Der Kampf gegen Darth Vader vorhin. Habe ich mit meiner Maske gekämpft. Mit der da. Ich hab mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Hehe. Ich bin dein Streamer. Ne, ist nicht der Todesstern. Sieht nur so aus. Oh ja, trinken. Gute Idee. Oh. Die beschlägt so schnell. Die Maske. Robust. Möge das Trinken mit dir sein. Exakt immer. Ah, wir haben schon wieder zwei. Na, machen wir jetzt. So, wir können die Doppelklinge mal ausbauen. Ist vielleicht ein Erfolg. Ah ja, die Geschichte, genau. LB und Y nehmen. Party's over. Wow. Alles okay. Ruckel, ruckel.
alles okay. In Bad und WC. Ja, soll der Bode jetzt unser Endgegner sein oder was? Glaube ich nicht. Rasenmäher, ja, genau. Mama. So ein Kantenschneider. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Katar. Nur du und ich. Bodes Tochter. Und ihre Mutter. Sind das Inder? Heißt sie vielleicht Katamaran? Okay. Tür? Keine Tür. Was? Oh, was haben wir denn hier? Hey, Katha. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Piep, piep. Ja, hier war aber sonst nichts, ne? Nee. Soll's doch schon gewesen sein hier? Kann ich ja gar nicht glauben. Ah, jetzt können wir hacken. Oh, Schlafzimmer. Wollen wir da wirklich rein? Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. So, das ist doch der Todesstern. Können wir bitte gehen? Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Das ist das Hohe, das Dagger sich angesehen hat. Diese Pisse hier kein Bock hat! Entschuldigung, ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Katar sein. Ich bin Kerl. Und das ist BD1. Ein Killerroboter. Schön, dich kennenzulernen. Wollt ihr gerade in die Schule? Wo ist dein Vater, Katar? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja, das bin ich. Ich nehme lieber ID-10. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Oh, ID-10, weiß ich gerade gar nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Keine Ahnung, welcher Roboter das ist. Oh, da unten liegt was. Roboter. Druide natürlich. Ist das Muki? Muki. Sieht mir ähnlich, oder? I show you Mukis. Ein wenig. Star Wars Battlefront 2 Kampagne. Ah, okay. Ich hab ihn von meiner Mama. Hab ich den Anfang gezockt gehabt? Ja, da könnte ich einfach mal weitermachen. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung sein. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Katar. Papa, was ist los? Ich könnte auch einen Cutter gebrauchen. Das ist mein bester Freund. Zu viele Videos. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Kerl? Da ist ja Muki. Du hast ein Cuttermesser. Tja. Vielleicht hat sie das ja geschmiedet, ne? So kinderarbeitmäßig. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Niemanden. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau.
deine Mama. Yo, Mama. Eines Tages war ich mit Cutter Besorgung machen, dann kam die Nachricht. Immer noch kein Regen. Komm ich nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns, solange Papa nützlich bleibt. Oh, wir haben Denwig getötet. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelaw war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Nein. Ich bin ein Vater. Tja. Das ändert vieles. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Nee, ein Nichtvater kann das auch nicht verstehen. Dafür verstehe ich, was sich da verändert in einem drin. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Cutter! Lauf! Der Eindringling ist in meinem Quartier! Er ist bewaffnet! Petze, Petze! Petze, Petze, Jedi. Petze! Baut! Ihr seid ja lächerlich! Okay. Hallo? Okay, werde ich jetzt... Ey. Muss mich beeilen. Werde ich jetzt genauso böse wie Anakin? Schnauze voll von euch. Ich mach euch alle platt. Musik ist geil. Flammenwerfer. Hey. Ich
Okay. Man muss es ja mal ausprobieren, ne? Abfahrt! Nee, so böse wie Jüngling beseitiger Annie. Ja, ja, hab mir schon gedacht. Muss ich ja noch auf Tatooine und die ganzen Camper töten. Die ganzen kleinen Dörfer. Schnipp. Da, Fähigkeitspunkt. Erstmal kurz gucken, kann ich ihn rufen? Der Lift ist nicht hier. Ja, wo ist er denn? Hey. Oh. Da kommt der Camp hier drin. Ist auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Merritt, hast du das gehört? Merritt, wo steckt sie? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. Ach, wart. Wir müssen zurück zu Memphis. Dann müssen wir aber ein Stockwerk höher, ne? Oh, cool. Personal, wir sind sofort im Hangar. Oh. Baron! Ah, Cal, warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Ey, brauchst mich doch nicht zu retten. Okay, Plattform. Ah, ich mach die immer kaputt, anstatt sie zu hacken. Nächste Plattform bitte. Oh. Ah. So. Bam.
Sam. Teamwork. Alles okay? Ja, nicht sie weg hier. Gab's da Loot irgendwo? Nein, ne? Oh. Halte mir den Rücken frei. Bam, Alter. Gell, wird böse. Da. Wo ist Boat? Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Ach, Captain Stewart ist gar nicht tot. Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Zum Glück hat er noch einen zweiten Anzug. Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Okay. Wirst du nicht. Komm zur Mantis. Warum gehen wir nicht zusammen? Stell den Inquisitoren Grüße von mir.